Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer neuen Folge von Nordlys Tales. Und für alle, die uns noch nicht kennen, meine kleine Familie und ich sind vor ungefähr einem halben Jahr auf diese kleine Farm nach Norwegen ausgewandert. Wenn euch unsere Geschichte interessiert, dann lasst uns gerne ein Like da, subscribt super gerne auch zu dem Kanal. Damit würdet ihr uns eine große Freude machen und uns wirklich auch supporten. Für alle anderen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem Video will ich gerne mal wieder ein bisschen über uns reden und mal euch ein bisschen erzählen, was es alles so für Updates gibt, denn es ist ein bisschen was passiert. Ich fange gleich mal mit einem super Kracher an. Und zwar habe ich jetzt doch einen Arbeitsvertrag. Und zwar von der Veranstaltungsfirma in Ålesund. Die haben uns jetzt nochmal, oder die haben mir jetzt nochmal ein richtig geiles Angebot gemacht, einen vernünftigen Vertrag. Kein Freiberuflervertrag, sondern ich bin jetzt bei denen fest angestellt. Und zwar auf 20%. Ich kann aber letztendlich so viel arbeiten, wie ich will, was es super macht für uns, weil ich muss quasi einen Tag in der Woche arbeiten. Den Rest kann ich mich um YouTube kümmern, kann ich mich um die Kleine kümmern, kann ich mich um den Hof kümmern. Und wenn ich aber mehr arbeiten möchte, sprich es gibt mehr Veranstaltungen, dann kann ich mehr arbeiten und dann werde ich dementsprechend auch mehr entlohnt. Aber sie garantieren mir auf jeden Fall eine 20% Stelle. Und das ist super, super cool, weil uns das ermöglicht, in dieses Arbeitsleben mit dem Ganzen, was hier auf dem Hof passiert, einfach entspannt reinzugleiten und da irgendwie diesen Übergang entspannt zu machen. Es ist auf jeden Fall viel besser, als hätte ich jetzt sofort einen 40-Stunden-Job und wäre jetzt einfach von einem Tag auf den anderen einfach nicht mehr da. Und deswegen sind wir mega, mega happy. Ich bin auch über die Firma jetzt versichert. Ich zahle jetzt hier ins Rentensystem ein. Also dementsprechend High Five, Leute. Das ist erstmal richtig cool und da freuen wir uns total. Insbesondere auch ich, weil ich habe auch ein bisschen Bock, in dem Job wieder zu arbeiten erstmal. Um auch explizit die Sprache einfach besser zu lernen, weil hier auf dem Hof, wenn wir unter uns sind, ist es ein bisschen schwierig. Und tatsächlich auch mit unseren Freunden, wenn man dann sich hier trifft, dann ist es halt irgendwie so, dass man halt auch irgendwie quatschen möchte. Man möchte sich austauschen, man möchte eine schöne Zeit haben. Und dann ist es halt einfach auf Englisch viel, viel einfacher. Und das macht das Ganze dann immer so ein bisschen tricky, wirklich in die Sprache reinzufliegen, weil einfach hier in Skandinavien, also wir kennen es auch von Schweden und Dänemark, einfach jeder, wirklich jeder spricht quasi perfektes Englisch. Also es ist einfach übertrieben. Und Englisch ist für uns tatsächlich auch super easy. Laura hat das richtig gut in der Schule gelernt, war unter anderem auch mal in Newcastle, hat da studiert. Ich habe damals meinen Highschool-Abschluss in den USA gemacht, also war auch ein Jahr in den USA. Und daher können wir Englisch auf jeden Fall ziemlich flüssig sprechen und das macht es natürlich super easy. Außerdem habe ich an euch eine Frage. Und zwar geht es apropos Englisch, nämlich darum, ich habe in den letzten paar Wochen viel darüber nachgedacht, ob ich diesen Kanal nicht auf Englisch fortführe. Und mich würde einfach mal eure Meinung dazu interessieren, ob ihr trotzdem hierbleiben würdet, ob ihr uns weiter folgen würdet. Es würde uns natürlich wahnsinnig freuen. Wir wollen euch unbedingt hier haben. Der Austausch mit euch war immer richtig, richtig cool und es wäre einfach super schade, wenn das Ganze jetzt auf jeden Fall schmälert. Das Ding, weshalb ich darüber nachdenke, ist halt einfach die Reichweite unseres Kanals. Wir stecken schon auch viel Arbeit in diese Videos, wir stecken viel Arbeit in Social Media allgemein und
wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir so viel Zeit da reinstecken, dass das monetär auch irgendwie ein bisschen was zurückkommen muss. Ansonsten können wir die Qualität einfach nicht weiter liefern. Und ich habe das Gefühl, dass es auf Englisch, beziehungsweise ich würde es gerne mal probieren, ob auf Englisch die Reichweite einfach etwas steigt. Deshalb die Frage direkt an euch, würdet ihr trotzdem noch diesen Channel gucken und würdet ihr uns trotzdem noch verfolgen, auch wenn der Channel jetzt auf Englisch wäre? Es würde uns halt wahnsinnig freuen, wenn das für viele von euch okay wäre und ihr trotzdem hier bleiben würdet. Was ich aber auch cool fände, vielleicht habt ihr ja auch noch eine Idee, wie wir unseren Kanal vielleicht weiter wachsen lassen können. Ich will euch nur sagen, wir sind super dankbar, dass ihr da seid, wirklich von ganzem Herzen. Und wir freuen uns, dass die Community, also ihr, dass ihr so viel auch mit uns interagiert und der Austausch mit euch ist uns wirklich, wirklich wichtig. Droppt mal einen Comment und ja, darauf. Cheers. Außerdem gibt es echt krasse Neuigkeiten. Und zwar habe ich vor 2 Tagen mit unserer Vermieterin gesprochen, hier von der Farm. Und als wir die Farm damals gemietet haben, stand das so im Raum, dass sie die Farm irgendwann verkaufen will. Aber das war noch ein bisschen hin. Und jetzt hat die mir wirklich vorgestern am Telefon gesagt, dass sie das wahrscheinlich im Sommer schon verkaufen wollen. Da ging bei uns natürlich die Pumpe. Weil das für uns natürlich alles durcheinander wirbeln würde. Ich meine, die meisten von euch wissen ja mittlerweile, dass wir uns eigentlich entschieden haben, die Farm hier jetzt so nicht zu kaufen, weil wir es auch gar nicht können, weil wir A, gar nicht die Kohle momentan dafür gar nicht haben und jetzt ja auch gerade erst wirklich ankommen. Sprich, ich habe jetzt den ersten Job, das muss ich erst aufbauen etc. Das dauert alles ein bisschen. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, weshalb es cool wäre, dass, wenn der Kanal halt ein bisschen größer werden würde, dass das vielleicht uns auch ein bisschen mehr Halt geben könnte, finanziell. Aber ja, dementsprechend stehen wir jetzt so ein bisschen da und das zieht einfach so einen krassen Rattenschwanz nach sich, wenn man da mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Ich meine, wir haben hier gerade den Garten versucht, so ein bisschen an den Start zu bringen, um jetzt hier wirklich Sachen anzupflanzen. Jetzt wissen wir gerade überhaupt nicht, was wir machen sollen. Wir sind jetzt mit ihr noch im Gespräch. Sie ist super, super lieb, aber es haut einen natürlich erstmal trotzdem so ein bisschen vom Hocker, wenn das dann plötzlich doch so schnell geht. Sie meinte zwar zu mir, weil ich ihr das auch erzählt habe mit dem Garten und so, sie meinte zwar auch zu mir, ey, ihr könnt mit Sicherheit das, was ihr angebaut habt, auch ernten. Also ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem. Es ist halt alles so unkonkret, dass man sich gar nicht so richtig auf was einstellen kann. Und das macht es halt irgendwie so ein bisschen tricky. Und jetzt, ja, sind wir halt irgendwie am Überlegen, wie wir denn jetzt weitermachen. Und weil momentan tatsächlich, das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge auch schon mal kurz erwähnt, ist der Immobilienmarkt halt einfach ziemlich leer gefegt, was diese alten Häuser angeht. Und was halt auch so ein Thema ist, diese alten Farmen sind halt hier in Norwegen tatsächlich auch relativ rar gesät, beziehungsweise die Leute wollen das gar nicht so richtig verkaufen, aber nutzen das halt auch gar nicht so richtig. Das hat uns unsere Nachbarin erzählt, die nämlich auch ewig lange nach so einer alten Farm gesucht hat. Und dementsprechend werden wir wahrscheinlich so schnell gar nichts Neues finden. Und das beschäftigt uns jetzt momentan natürlich super, super krass. Aber ja, das wird auf jeden Fall spannend. Wir sind auch schon am Überlegen, wie wir das vielleicht lösen. Wir haben jetzt natürlich auch irgendwie nicht so richtig Lust, in so ein Haus zu ziehen, was so in den 60er, 70er Jahren gebaut ist. Das ist irgendwie so ein Stil, das würde so ein bisschen den Vibe kaputt machen. Übergangsweise würden wir das natürlich machen. Also wenn das sein muss, dann ist das natürlich okay. Aber ja, irgendwie so richtig Bock drauf haben wir nicht. Ja, also mal kicken, was so passiert. Genau, das wollte ich euch auf jeden Fall auch erzählen, weil es auch irgendwie jetzt großes Thema für uns ist. Ja, wir noch nicht so richtig wissen, wie wir damit umgehen. Viele von euch wissen ja auch, dass wir unbedingt wieder in so einem alten Haus wohnen wollen oder auf so einer alten Farm. Und ich meine, wir haben jetzt hier ein halbes Jahr auf dieser Farm gewohnt und wir lieben es einfach. Wir haben jetzt über die Zeit wirklich gelernt oder mitbekommen, dass es wirklich das Richtige für uns ist. In Berlin fanden wir das immer geil, aber das war eher so ein romantisches Bild von, oh, dann ist es so alt und so schön und Feuer machen und pipapo. Und viele haben zu uns aber auch so gesagt, so, naja, wartet erstmal ab, macht das erstmal und dann werdet ihr sehen, ob das was für euch ist. Aber 100%, also das ist auf jeden Fall, wir feiern das so ab. Man bekommt wieder so ein Verhältnis zum,
zum Leben irgendwie. Also in unserer Wohnung in Berlin zum Beispiel, wenn es kalt wurde, haben wir halt die Heizung angeregt. So, Punkt. Ne? Und das kostete halt Betrag X. Und hier ist es jetzt halt irgendwie so, wenn ich halt die Bude warm haben will, dann muss ich halt irgendwie Holz kaufen oder im besten Fall selber machen. Aber das konnten wir jetzt hier noch nicht. Aber in der Zukunft wollen wir das auch selber machen. Ich habe es ja teilweise selbst gemacht. Egal. Video verlinke ich euch mal hier oben, wer Interesse hat. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Tonne Holz kaufe, dann weiß ich, okay, Holz, dabei sind hier Bäume draufgegangen. Das sehe ich, weil hier permanent auch Holz gehackt wird. Viele machen ihr Holz halt selber. Wir haben halt hier keinen Wald, deswegen können wir es nicht. Aber dann habe ich dazu ein anderes Verhältnis. Ich habe auch ein anderes Verhältnis dazu, wie viel Arbeit das ist, das Holz hier reinzuschleppen, das nochmal zu spalten, das in den Ofen zu hauen und so weiter. Und das erdet einen irgendwie so. Und deswegen wollen wir unbedingt auch wieder in so einem alten Haus wohnen. Außerdem haben wir ja auch schon öfter erwähnt, dass wir richtig Lust haben, Projekte zu starten, also Renovierungsprojekte zu starten. Unser zukünftiges Haus auf Vordermann zu bringen und irgendwie so lebenswert machen, wie wir es gerne wollen. Wir freuen uns da total drauf, aber alles zu seiner Zeit. Wir können es natürlich auch nicht erzwingen und das ist auch total cool. Aber deshalb sind wir gespannt, was besonders jetzt anscheinend auch in diesem Jahr passieren wird, wenn wir denn zum Sommer, Spätsommer vielleicht dann sogar schon hier raus müssen. Außerdem würden wir gerne halt eine Farm finden, die noch ein bisschen mehr abseits vom Schuss ist und noch ein bisschen mehr im Wald oder in den Bergen liegt, sodass man noch irgendwie noch der Natur noch näher ist. Also ich glaube, dieses Einsamkeitsgefühl, von dem wir euch auch schon mal erzählt haben, warum das für uns so wichtig ist, hängt damit zusammen, dass wir ja so wahnsinnig viel mit dem Van in den letzten 10 Jahren tatsächlich durch Skandinavien gereist sind und wirklich lange auch Vanlife gemacht haben. Und da ist man natürlich so wahnsinnig flexibel und sucht sich natürlich immer die ruhigen oder die spektakulären Spots aus und ist dann halt in Skandinavien, oder zumindest vor 10 Jahren war es noch so, häufig auch alleine und das war natürlich unglaublich toll. Und dieses Gefühl suchen wir halt hier auch auf unbestimmte Zeit. Also jetzt nicht nur, um mit dem Van irgendwo hinzufahren, da 2 Tage zu bleiben und dann zum nächsten Spot zu fahren, sondern eben mit unserer eigenen Farm oder mit unserer eigenen Hütte oder was auch immer es wird. Dieses Lebensgefühl wollen wir gerne quasi alltäglich haben. Und das ist auch einer der großen, großen Gründe, weshalb wir nach Norwegen ausgewandert sind. Und es wird spannend, ob wir das hier in Norwegen finden oder ob wir vielleicht dafür nochmal ganz woanders hinziehen müssen. Oder es spukt viel in unserem Kopf rum. Ihr werdet es zur richtigen Zeit auch erfahren. Also es bleibt auf jeden Fall irgendwie spannend und wir freuen uns total drauf und sind ganz gehypt, was das Jahr bringt. Ja, ansonsten, jetzt habe ich ein bisschen mit Kaffee gekleckert. Ja, ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen anders als die letzten, aber ich dachte, das ist auf jeden Fall mal cool, euch da ein bisschen mitzunehmen. Und schreibt uns auf jeden Fall mal, was ihr denkt über die Sprache, ob ihr auch weiter gucken würdet, wenn wir jetzt hier auf Englisch switchen würden. Switchen würden, super, wird super dann. Mehr Aktuelles fällt mir jetzt tatsächlich gar nicht ein. Aber ich wollte euch unbedingt daran teilhaben lassen, wie es bei uns gerade aussieht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen richtig schönen Sonntag. Ja, und an alle Neuen von euch, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Subscribt auch gerne zu dem Kanal. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, euch hier wiederzusehen. Und wir wünschen euch jetzt allen einen schönen Sonntag. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Sonntag erstmal. Ja, was anderes fällt mir nicht mehr ein. Macht's gut. Hade.